Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Willkommen bei Radio Soul, mein Name ist Gerd Pellegrini und ich freue mich, dass ich heute Herrn Gopal Norbert Klein in der Sendung mit dabei habe, über Zoom, über die Videokonferenz dazugeschaltet. Hallo Gopal, schön dich zu sehen wieder. Hallo Gerhard, freut mich dabei zu sein. Gopal, du bist Heilpraktiker für Psychotherapie und auch der Autor des Bestsellers Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung. Wir haben schon einige Sendungen zum Thema ehrliches Mitteilen gemacht. Ehrliches Mitteilen ist eine Selbsthilfeform, mit der sich Menschen helfen können. Vielleicht wollen wir, bevor wir ins Detail gehen und auch auf Fragen beantworten werden heute, kannst du uns etwas überblicksmäßig noch sagen, was ist ehrliches Mitteilen und was bewirkt es? Ehrliches Mitteilen ist eine Selbsthilfemethode, die im Dialog stattfindet. Es ist ein Werkzeug, das uns beschreibt, wie wir kommunizieren. Also nicht, was wir uns mitteilen, sondern wie wir das, was da ist, kommunizieren. Es spielt also keine Rolle, welche Gefühle, welche Zustände da sind. Wenn wir das ehrliche Mitteilen anwenden, so wie es beschrieben ist, in dieser speziellen Form, dann hat es eine zutiefst transformierende und regulierende Wirkung. Und dazu braucht es natürlich zwei, die das auch wirklich wollen. Das ist also ein Selbsthilfewerkzeug, aber es gibt auch ein Selbsthilfenetzwerk, also rund um den Globus praktizieren viele Menschen diese Methode und es gibt auch immer wieder Austausch und Fragen. Wir haben hier bei Radio Soul eine E-Mail-Adresse eingerichtet und da können Sie, meine Damen und Herren, Fragen an Gopal richten. Die E-Mail-Adresse lautet fragegopal@radiosoul.at, also fragegopal@radiosoul.at, und wir haben dann uns zur Aufgabe gestellt, dass wir ausgewählte Fragen dann in den folgenden Sendungen dann auch beantworten, und heute ist genauso ein Tag und wir werden heute 4 der Fragen beantworten. Ich würde sagen, wir können gleich in die erste Frage hineingehen, oder? Ja, gerne. Gerne. Also ich werde kurz den ersten Block hier vorlesen. Die Frage war: Angst wird in sehr vielen Therapie- und Psychologiebüchern als eines der wichtigsten Basisgefühle beschrieben. Und dies deckt sich auch mit meinen Erleben, also ein Gefühl, das mit typischen Körperzuständen einhergeht. Und die Frage jetzt: Wieso heißt es aber beim ehrlichen Mitteilen nach Gopal, dass Angst kein Gefühl darstellt? Ja, das ist eine Frage, die ganz häufig vorkommt. Und beim ehrlichen Mitteilen ist es sehr entscheidend, dass wir die Ebene unseres inneren Erlebens, die wir kommunizieren, korrekt adressieren. Das heißt, dass wir Gedanken in einer bestimmten Form ausdrücken, Gefühle mitteilen und auch eben Körperempfindungen. Und es gibt eine Unterscheidung zwischen Gefühlen und Körperempfindungen. Und das wird oft durcheinander gebracht oder auch anders gesehen. Und das mit der Angst ist das typischste Beispiel in dem Bereich, wo jemand Angst als Gefühl erlebt. Es kann natürlich sein, dass jemand sagt, Gefühle sind alles, also auch Körperschmerzen und Angst und Glück und Freude und so weiter. Aber hier beim ehrlichen Mitteilen machen wir da eine saubere Unterscheidung. Und die Unterscheidung bedeutet, dass das, was eine Körperempfindung ist, auch als solche kommuniziert wird. Das heißt, wir sagen dann, ich spüre Angst im Körper oder ich spüre Stress im Körper. Bei Gefühlen, zum Beispiel Trauer oder Wut, sagen wir, ich fühle Wut, ich fühle Trauer. So, warum ist es mit Angst jetzt ein Körperzustand und kein Gefühl? Oder warum ist das meine Sicht der Dinge? Der Unterschied zwischen Körperempfindungen und Gefühlen ist, dass bei Körperempfindung kein sozialer Kontext vorhanden ist. Das heißt, es geht immer um das Überleben des Körpers. Es gibt keinen Bezug zu einem Gegenüber. Das heißt, wenn ich Hitze verspüre oder Kälte oder Körperschmerzen oder auch Angst oder auch Stress, da ist der Körper wie mit sich selbst beschäftigt. Und wenn man da mehr Erfahrung hat mit Innenschau und Wahrnehmen, dann kann man feststellen, dass Angst eigentlich nur eine gesteigerte Form von Stress ist. Und damit ist es aus meiner Sicht eine
eine Körperempfindung. Bei Gefühlen geht es immer um einen Bezug zu einem Gegenüber. Wir sind also bei Gefühlen immer in einem Beziehungskontext, während wir bei Körperempfindungen nicht in einem Beziehungskontext sind. Also Gefühle sind in meiner Arbeitsweise Trauer, Freude, Wut zum Beispiel, Eifersucht, Einsamkeit. Das sind Gefühle. Wenn jemand das aber trotzdem als Gefühl wahrnimmt, ist das auch jetzt kein Problem, im ehrlichen Mitteilen das mit der Angst als Gefühl mitzuteilen. Davon geht das ehrliche Mitteilen. Davon geht die Wirkung nicht verloren. Ich sage nur, es ist, wenn man da genau hinschaut, gehört zu den Körperempfindungen. Ist auf jeden Fall schon ein interessanter Input, dass wir genauer hinschauen und auch differenzieren und sagen, ist es ein Spüren oder ein Fühlen? Wir verwenden zwei verschiedene Worte für zwei verschiedene Dinge. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ist eine Bereicherung in unserem Wortschatz und auch in der Kommunikation. Wie wir sehen, ist ja Kommunikation wesentlich beim ehrlichen Mitteilen, die Art, wie man kommuniziert. Genau, und der tolle Effekt oder das, was da ganz das Besondere an dem ehrlichen Mitteilen ist ja, dass wir durch diese spezielle Form der Kommunikation uns von der Identifizierung mit dem Erlebnisraum lösen können. Das heißt, ich erkenne dann irgendwann, dass ich eben nicht der Körper und eben nicht die Gefühle und eben auch nicht die Gedanken bin, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Und dazu ist es eben notwendig, die Ebene sauber zu identifizieren und eben genau korrekt im Sinne des ehrlichen Mitteilens zu sprechen. Dazu gibt es übrigens auch ein YouTube-Video, circa 20 Minuten lang. Es heißt, warum Angst kein Gefühl ist, kann man auf YouTube finden unter Norbert Gopal Klein. Gopal Norbert Klein. Und dort kann man das YouTube-Video sich anschauen. Okay, jetzt machen wir kurze Musikpause und dann geht es gleich weiter. Thank you.
Heute bei mir mit dabei auf Sendung Gopal Norbert Klein, der Vagusschlüssel zur Traumaheilung heißt auch sein Buch mit dem Untertitel Wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Und wir haben heute speziell Fragen vorbereitet, die gestellt wurden über unseren E-Mail-Account. Und die nächste Frage, die an Gopal gestellt wurde, die handelt auch vom ehrlichen Mitteilen. Und zwar, sie lautet wie folgt. Wie kann ein alleinerziehender Elternteil ehrliches Mitteilen mit einem 20-jährigen Kind praktizieren? Ist das anders? Was tun, wenn das Gegenüber dann sagt, dann fühle ich nicht so? Also hier geht es offensichtlich darum, dass man normalerweise ehrliches Mitteilen mit Gleichaltrigen oder aus dem ähnlichen sozialen Umfeld macht und hier geht es die Beziehung Elternteil zu Kind, ob man hier eine ähnliche Ebene hat und ob das genauso funktioniert. Das würde ich einmal interpretieren. Was meinst du? Die Frage, die kommt häufig und dahinter ist natürlich die Idee, dass ich als Elternteil da noch irgendwas reparieren kann. Allerdings ist es ja so, dass ein 20-jähriger Mensch gar kein Kind mehr ist. Das ist einfach nicht so. Ein 20-Jähriger ist völlig unabhängig und da geht es vor allem darum, dass er das Elternhaus so schnell wie möglich verlassen kann und verlässt und unabhängig wird von seinen Eltern. Und da muss man eben aufpassen, wenn ich natürlich jetzt versuche, meine Bindungskonflikte oder mein Defizit auf Beziehungsebene mit meinen eigenen erwachsenen Kindern zu lösen, dann ist das für das Kind, was ja kein Kind mehr ist, destruktiv, weil es dann natürlich Schuldgefühle hat, wenn sich's unabhängig macht und wegbewegt, derjenige, der Erwachsene. Deswegen kann ich das so direkt nicht beantworten. Ehrliches Mitteilen ist immer ehrliches Mitteilen. Es ändert nichts daran, mit wem man das macht. Ich rate jedoch in diesem Fall dazu, sich einen Partner oder einen EM-Partner zu suchen und mit diesem die Beziehung zu vertiefen, weil nur über ein sozusagen gleichgewichtiges Gegenüber kann ich meine Beziehungskonflikte überhaupt lösen. Es darf kein Machtgefälle bestehen und von Eltern zu Kind oder eben zu diesem jungen Erwachsenen besteht ja ein Machtgefälle und ich kann nicht über diese Konstellation das lösen, was in mir nicht gelöst ist. Und ich kann auch nicht meinen Nachwuchs dazu nutzen, meine Defizite auszugleichen. Das ist in beiden Fällen keine gute Idee. Also, ich rate hierzu nochmal, sich einen jemand zu suchen, entweder jemand, der professionell arbeitet oder einen gleichwertigen EM-Partner. Und wenn man damit das komplettiert und mitteilt, was in einem ist, wenn man also das EM komplett und korrekt macht, dann wird sich auf wunderbare Weise auch die Beziehung zu den eigenen Kindern und überhaupt zu allen Menschen insgesamt transformieren. Und die Probleme mit dem Nachwuchs direkt zu lösen, so funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Beispiel, die Mutter sagt zum Sohn, ja, ich fühle Wut, weil du dein Zimmer nicht aufräumst. Also Wäre das nach EM, wäre ja mal die richtige Formulierung und dann das sagt ist das keine Kind so wie EM. in dieser Frage, dann fühl dich doch nicht so. Das ist keine EM. Das Beispiel, was du genannt hast, ist keine EM. Nein? Nein. Okay. Zum Wie wäre es ehrlichen richtig? Teilen gehören, da müssten wir jetzt einfach genau darauf eingehen, was genau EM ist, wie das genau funktioniert. Das Beispiel, was du genannt hast, ist ausagieren, das ist kein ehrliches Mitteilen. Ehrliches Mitteilen bedeutet, wir teilen nur mit, was da ist. Ich fühle Wut, mein Kopf denkt, was auch immer, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch mehrere Stufen. Wenn ich Bezug nehme zu einem Gegenüber, dann sind wir schon im Level 2. Das ist bei der ersten normalen Stufe von ehrlichem Mitteilen, lassen wir immer das Gegenüber weg, weil es eben stark triggernd ist und weil da die Gefahr ist, in Konflikt und Ausagieren reinzugeraten. Ja, also wenn wir schon Gedanken mitteilen, dann müssen wir die auch mit Abstand und korrekt mitteilen. Zum Beispiel mein Kopf denkt, dass wir die Wohnung häufiger reinigen sollten. Und bei Level 2, wenn Level 1 wirklich beherrscht wird, könnte man auch sagen, mein Kopf denkt, dass du dein Zimmer häufiger aufräumen solltest. Aber wie gesagt, ich rate davon ab, ehrliches Mitteilen mit dem Nachwuchs zu praktizieren. Ja, sondern der Fokus bei den Menschen ist oft, die wollen ihre Probleme mit dem Nachwuchs lösen. Das geht aber nicht. Ich kann
das Problem dort nicht lösen. Ich kann die Beziehungskonflikte, die ich mit meinem Nachwuchs habe, nicht mit dem Nachwuchs lösen. Das geht nicht. Ich muss die lösen mit jemand, der auf gleicher Ebene ist, ja, weil ich sonst eben das Machtgefälle habe. Ja, und der Nachwuchs ist nicht dazu da, mir ein gleichgewichtiges Beziehungsgegenüber zu liefern. Ja, das ist, das könnte man fast als missbräuchlich bezeichnen, ja, wenn man das vorhat. Aber oft ist das halt unbewusst und ja, so sind die Dinge. Ja, war ein gutes Beispiel. Wie könnte ich am besten einen EM, einen ehrlich mitteilenden Partner finden? Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel über meine Webseite, da sind Telegram-Kanäle gelistet, da findet man Interessierte und es wird jetzt in den nächsten Wochen auch eine Plattform im Internet erscheinen, wo alle EM-Gruppen sich eintragen können und dann leicht gefunden werden können. Also das Internet ist eigentlich voll von Möglichkeiten, da Gleichgesinnte zu finden. Letztlich, erste Anlaufstelle ist meine Webseite traumaheilung.net. Schön, nach dem nächsten Song geht's weiter. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Das ist die Talk and Music Show mit Gerhard Pellegrini und Gopal Norbert Klein. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und wir sprechen heute über das ehrliche Mitteilen. Und wir sind jetzt bei Frage 3 angelangt. Das heißt, Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörer von Radio Soul, Sie haben die Möglichkeit, Fragen an Gopal zu stellen und per E-Mail an unser E-Mail-Postfach zu schicken.
Das Postfach lautet fragegopal@radiosol.at. Ja, und die nächste Frage, die handelt von Verschmelzungstypen und Autonomietypen. Ich bin schon neugierig, was das ist. Die Frage lese ich jetzt vor. Ich, Verschmelzungstyp, habe seit circa 3 Monaten mit meinem Partner, der ein Autonomietyp ist, regelmäßigen EM, sprich ehrliches Mitteilen, Austausch. Wut und Trauer wurden auch schon einige Male mitgeteilt. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, ob wir uns trennen sollen. Ja, die Fetzen sind regelmäßig und regelrecht geflossen und geflogen. Da wir bis jetzt nur drumherum navigiert haben im ehrlichen Mitteilen, ist meine Frage an dich jetzt, können wir beide auch weiterkommen, obwohl wir kein Paar sind, oder funktioniert das nur in einer Partnerschaft? Was sagst du? Grundsätzlich auf jeden Fall spielt es nicht so die Rolle, ob man ein Paar ist oder nur Freundschaft oder nur befreundet. Der Rahmen drumherum ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass man das ehrlich mitteilen korrekt und vollständig macht. Und an der Stelle ist eben schon zu erkennen, wenn es um darum geht, ob man sich trennt, dann bedeutet das im Kern, dass man das ehrliche Mitteilen noch nicht wirklich bis zum Kern gemacht hat, weil Trennung bedeutet ein Ausagieren. Und Ausagieren bedeutet, ich habe das Eigentliche noch nicht mitgeteilt. Und natürlich, wenn wir anfangen, uns wirklich zu begegnen, dann kommen natürlich immer tiefere Schichten und auch immer möglicherweise belastende Zustände, die wir noch nicht verarbeitet haben, mit Scham, mit Angst, mit Wut, mit Hass, mit Einsamkeit möglicherweise. Und solange wir das nicht vollständig, also die tiefsten Emotionen nicht vollständig kommuniziert haben, kommt der Organismus immer auf die Idee, auszuagieren. Entweder mit Angriff oder auch mit Trennung. Denn was heißt Trennung? Trennung heißt ja, ich erzeuge physischen Abstand von einem anderen physischen Körper. Aber der physische Kontakt, der ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht darum, was derjenige in mir auslöst. Und ich entkomme dem nicht. Auch wenn ich jetzt eine physische Trennung mache, entkomme ich nicht den ungelösten Emotionen. Also natürlich kann man sich trennen, aber es macht nur Sinn, sich zu trennen, wenn wirklich beide alles kommuniziert haben. Nur dann macht es Sinn. Aber in der Regel ist es so, dass dann die Idee von Trennung völlig wegfällt, weil dann ganz viel Nähe dadurch entsteht. Mhm. Also das, ja, also einerseits ja, wir können so weitermachen, also ihr könnt auch getrennt das eben weitermachen und euch weiterentwickeln. In einer Partnerschaft entsteht natürlich viel mehr Nähe und damit erreicht man natürlich auch viel tiefere Schichten. Also die Wirkung ist natürlich in der Partnerschaft viel, viel gewaltiger. Ja. Ja, hier wurden die zwei Begriffe Verschmelzungstyp und Autonomietyp verwendet. Kannst du uns hier erklären, was das genau bedeutet? Ah ja, also Verschmelzungstyp und Autonomietyp, das sind die zwei grundlegenden Typen in meinem System, meiner Struktur. Und damit ist gemeint, dass der Verschmelzungstyp, dessen primärer Impuls ist, auf andere zuzugehen. Und beim Autonomietyp ist der primäre Impuls, sich von anderen zu distanzieren oder gar zu trennen. Und wenn wir genauer hinschauen, dann hat jeder diesen primären Impuls in sich und lebt den aus. Ja, also wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut, dann weiß der in der Regel sofort, zu welchem Typ er gehört. Ja, also habe ich eher ständig das Gefühl, ich möchte weiter weg oder eher in die Unabhängigkeit, in die Einsamkeit, in die Trennung, Isolation, oder möchte ich ständig auf andere zu? Habe ich das Gefühl, mir fehlt ständig was und bin ständig dabei, auf andere zuzugehen? Das ist so die grundlegende Unterscheidung. Meinst du, dass jemand, der innerlich dem etwas fehlt, dass das generell ein Verschmelzungstyp ist, der immer gerne auf jemanden zugeht? Das können wir jetzt nicht so einfach sagen, da müssten wir jetzt weiter ausholen. Es ist auch nicht das Kriterium, dass jemand was fehlt. Uns fehlt allen Bindung, auch dem Autonomietyp fehlt was. Also der Verschmelzungstyp erlebt oft, dass ihm Bindung wie fast erreichbar, aber dann entgleitet. Ja, und das hat was mit der Erfahrung in der Kindheit zu tun. Der hat ein bisschen Bindung erlebt und die dann wie verloren. Der hat diese Verlusterfahrung in seinem System. Er hat das aber
grundlegend mal erfahren. Also wie jemand, der mal kurz was zu essen bekommen hat und dann nicht mehr. Das heißt, der hungert, aber der weiß, dass es Essen gibt und weiß, dass das möglich ist. Also rennt er wie verrückt rum und sucht nach was zu essen. Beim Autonomietyp, der hat noch nie Bindung wirklich erlebt. Der kennt das gar nicht. Entweder weil er einen totalen Bindungsverlust von Anfang an erlebt hat oder massive Grenzüberschreitung. Das heißt, der weiß, dem fehlt letztlich noch ein bisschen mehr als dem Verschmelzungstyp. Aber der weiß gar nicht, was ihm fehlt. Der spürt nur die ständige Tendenz von anderen wegzugehen, sich zu isolieren, unabhängig zu machen. Der spürt gar nicht mehr, dass ihm Bindung fehlt, während der Verschmelzungstyp das spürt. Und daraus resultieren die primären Impulse. Aber auch der Impuls von dem Verschmelzungstyp, ständig auf andere Menschen zuzugehen, ist eigentlich ein Distanzierungsvorgang, weil dadurch keine Kommunikation entsteht, sondern das ist ein Ausagieren. Also die Hinbewegung des Verschmelzungstyps ist ein Ausagieren, keine Kommunikation. Und der Autonomietyp, der probiert es erst gar nicht, auch nicht mit Ausagieren. Bei dieser Frage hat ja auch die Dame oder der Herr, der das geschrieben hat, hat ja das auch thematisiert, dass sie, sagen wir mal sie, der Verschmelzungstyp ist und der Partner der Autonomietyp ist. Heißt das vielleicht auch, dass wenn man zwei verschiedene Typen in einer Partnerschaft hat, dass Partnerschaft vielleicht schwieriger sein kann? Es sind immer zwei unterschiedliche Typen einer Partnerschaft. Ah doch, okay. In der Regel schon, ja, weil die Gegenpole finden sich, ne? Gegenseitige Pole ziehen sich an, Plus und Minus zieht sich an. Deswegen kann man davon ausgehen, dass in der Regel Verschmelzungstyp mit Autonomietyp eine Beziehung eingehen. Anders ginge das ja gar nicht. Also wenn ein Autonomietyp mit einem Autonomietyp, die hätten sich nichts zu sagen, die wollen aber nur Abstand, ja. Die würden sich nicht mal treffen. Und wenn sich zwei Verschmelzungstypen treffen, dann ist das wie zwei, die sich aufeinander draufstürzen, aber nicht in Kontakt treten. So, das ist dann sehr bewegend und sehr eruptiv und dann stellen die fest, das ist wie gar nichts und dann prallen die wie so voneinander ab. Also das ist eher selten, dass das vorkommt. Natürlich ist es so, je mehr wir heilen, desto mehr kommt das in Balance. Das heißt, desto mehr haben wir beide Aspekte in uns, die wir dann mehr und mehr auch in die Kommunikation bringen können. Das heißt, je heiler jemand ist oder je heiler jemand ist, desto eher wird dann natürlich auch jemand anziehen, der e ähnlich heil ist und dann natürlich, dann kommen wie beide Aspekte zusammen. Und je traumatisierter jemand ist, desto starrer wird ein Muster ausagiert und desto massiver wird dann ein Partner mit dem anderen Extrem angezogen. Okay. Gut, wir machen wieder Musik. Das ist die Talker Music Show auf Radio Soul. Gleich geht's weiter mit Gopal Norbert Klein. Again, bye, 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 bye.
me, no, you can do it. Hey, survivor, we're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid. Hey, survivor, you will fall in love again. Knocking on the door, you will think about her things to say. Frage Gopal at radiosol.at, so lautet das Postfach. Wenn Sie hier eine Frage hier an uns schicken, dann beantwortet Gopal diese Fragen bzw. ausgewählte Fragen. Man kann nicht alle auf einmal beantworten, aber heute haben wir ein paar herausgesucht und wir sind schon bei der vierten Frage und auch der letzten für heute, für unser heutiges Interview. Hier wird gefragt: Hallo Gopal, ist es möglich, dass ich in meiner Partnerschaft Verschmelzungstyp bin, aber in Freundschaften Autonomietyp? Ich fände es schön, wenn auf diese Thematik in einem Beitrag etwas mehr eingegangen werden kann. Gut, das machen wir hiermit. Wie ist deine Antwort? Let's go. Also, das ist nicht möglich. Wir sind ein Typ, den wir primär, wie soll ich sagen, entwickelt haben als Kind, und das wechselt nicht. Das hat einfach damit zu tun, dass wir ja für die Situation in der Kindheit nicht einfach mehrere gegensätzliche Notlösungen entwickeln können. Das macht der Organismus nicht, sondern der ist mit einer Umgebung konfrontiert und entwickelt dafür eben eine Notlösung, solange wir uns eben nicht in psychiatrischen Bereichen bewegen. Und die Notlösung von einem Verschmelzungstyp und von einem Autonomietyp ist diametral entgegengesetzt. Deswegen ist das nicht möglich, dass ich mal das bin und mal das. Die Frage kommt mit Sicherheit von jemandem, der die Verschmelzungsstruktur hat. Sonst würde das so in der Partnerschaft gar nicht sich zeigen, und er käme gar nicht auf die Idee, dass er das sein könnte. Ja, also ich gehe davon aus, er ist Verschmelzungstyp und lebt dann in den Beziehungen, wo weniger emotionale Abhängigkeit ist, dann wie die Kompensationsbewegung aus. Ja, also man muss sich das so vorstellen, ein Verschmelzungstyp, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, der hat ununterbrochen den verzweifelten Drang nach Kontakt und nach auf andere Menschen zugehen. Das ist ja nichts, was uns erfüllt, weil wir dabei wie verloren gehen, wenn wir das wirklich machen. Das ist ein Ausagieren, das ist kein wirklicher Kontakt. Und automatisch entsteht natürlich im Hintergrund dann der Gegenimpuls, die Kompensation, der Wunsch nach Autonomie und Abgrenzung und vielleicht auch Wut ausdrücken. Und das kann sein, dass das dann in einem sichereren Rahmen, nämlich bei, wie gesagt, Freundschaften, wo nicht so viel emotionale Abhängigkeit ist, dass das dann da zum Vorschein kommt. Es gibt andere Verschmelzungstypen, die machen das eher in der Fantasie. Das heißt, die sind dann die sind ständig dabei, auf Menschen zuzugehen und träumen aber ununterbrochen davon, zum Beispiel von einsam am See zu wohnen oder alleine Weltreise zu machen. Das verraten die aber niemanden. Ja. Das machen die intern für sich. Also gehe ich davon aus, wenn das so beschrieben wird, gehe ich davon aus, dass es jemand, der die Verschmelzungsstruktur hat und schon relativ viel Arbeit an sich gemacht hat oder nicht so traumatisiert ist, sodass der andere Pol sich überhaupt zeigen kann. Also kann man sagen, je mehr ich mit mir arbeite, mit mir mich auseinandersetze und in die Heilung komme, umso mehr werden diese beiden polaren Ausprägungen harmonisiert und ausgeglichen. Ja, es ist ja so, dass je mehr ich traumatisiert bin, desto extremer hänge ich an einer Art des Ausagierens und tue so, als gäbe es das andere nicht. Ja, der Verschmelzungstyp, der tut so, als gäbe es sein Interesse oder seine Autonomiebewegung und die Emotionen, die damit verbunden sind, wie Wut und Hass, gäbe es nicht. Ja. Und wenn das mehr in die Heilung kommt, dann stellt er fest, oh doch, ich würde doch gerne mal was alleine machen. Ich bin doch eigentlich wütend. Ich möchte doch gerne sagen, was ich möchte, und mich abgrenzen, auch mal Nein sagen. Und dann kommt dieser immense Wunsch nach ständigen Verbindung, der wird dann wie ruhiger, und der Gegenpol kommt dann mehr dazu, und so wird das mehr ausgeglichen. Das heißt, von dem Ausagieren eines Pols kommen wir auf dem Weg der Heilung zur Kommunikation
beider Aspekte von uns, nämlich dem Wunsch nach Verschmelzung und dem Wunsch nach Eigenständigkeit, also von dem Ausagieren zum Kommunizieren. Könnte man das so einordnen, ein Mensch, der ein eher Autonomietyp ist, der neigt eher dazu, in die Wut zu kommen, weil er das als Grenzüberschreitung wahrnimmt, weil er eigentlich viel mehr Abstand möchte und ein anderer, also ein Verschmelzungstyp, gar nicht so leicht wütend wird? Es ist schwierig, solche pauschalen Aussagen zu machen. Also wenn man das wirklich erklären wollte, das ist dann doch wiederum sehr, sehr komplex. Ja, okay. Ja, also da müsste man erklären, wie das genau entsteht. Und was du sagst, ist insofern wahr, als dass der Autonomietyp die Emotion, die ihm in der Regel zugänglicher ist, ist die Wut. Ja, und das, was er am tiefsten verdrängt hat, ist Trauer. Beim Verschmelzungstyp ist es umgekehrt. Der ist relativ schnell an der Trauer dran. Es gibt einige, die fühlen sich ständig einsam und traurig. Und das, was die am tiefsten verdrängt haben, ist Wut und Hass. Ja, weil das, was am tiefsten verdrängt ist, ist das, was nicht zum Typ passt. Also, ja, ein Autonomietyp erlebt ja, dass er weg will. Und das, was er verdrängt hat, ist ja das Bedürfnis nach Hinbewegung, nach Verschmelzung. Also, ja, und die Emotion, die damit verbunden ist. Ne? Und deswegen ist sozusagen, kann man sagen, wenn ein Autonomietyp an der Trauer dran ist, über die Bindung, die er nie hatte, dann ist er quasi praktisch geheilt. Und beim Verschmelzungstyp das Gleiche, wenn er an der Wut dran ist, über die Eigenständigkeit, die er nie hatte, dann ist er geheilt. Sehr schön, also damit kann ich wirklich was anfangen. Meine Damen und Herren, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, ich empfehle zum einen einmal das Buch Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung von Gopal Norbert Klein und auch auf die Webseite zu schauen, traumaheilung.net. Da gibt es übrigens auch Gespräche mit Gopal. Was machst du da? Das sind die Zoom-Meetings oder wie läuft das ab? Da kann man mit dir direkt auch ins Gespräch kommen. Genau, also Gespräche mit Gopal sind Zoom-Veranstaltungen, da kann man direkt mit mir sprechen in einer Art Einzelsitzung zusammen mit Publikum und man kann sich entscheiden, ob man nur zuschauen möchte, dann kann man ein Zuschauerticket buchen oder tatsächlich mit mir sprechen, eine Sitzung haben möchte, dann braucht es ein Gesprächsticket. Also die Gespräche sind auch schon richtige Sitzungen, ja. Kann man so sagen, ja, da passiert eine Menge, also natürlich nur das, was derjenige möchte, aber es ist sehr viel möglich, ja, weil ich eben die Dinge in der Tiefe direkt anspreche und sofern die Bereitschaft da ist, auch eine grundlegende Veränderung bewirken kann. Alle Termine auf traumaheilung.net. Lieber Gopal, es war mir wieder eine Freude. Danke, dass du dein Wissen hier über Radiosol weitergibst und dass wir dich hier kennenlernen und vorstellen dürfen. Ich wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Knock, knock, our bodies to the beat, and when the morning comes, we're letting the sun shine and stay in bed.
ought to do. It doesn't really matter to me. I am here with you. I can't explain to what degree I'm feeling you. How many triple X dreams I've had starring you.